Wir können heutzutage auf der ganzen Erde schmecken. Denn private Menschen in Kaiserdessert so kennen als ich. Dann gehören die beiden Monate Einsamkeit mit ihm in der Wüste von Breyers. Wir genossen jeden langen Speisergänge im Mondeschein. Jene zahlreiche Stunden mit ihm verlebt. Wer hatte wie ich den Augenblick, den Ort, den Gegenstand der Unterbindungen? Wer nahm seine Rückerinnerung an die Freuden der Kinderjahre, die Erzählung der Vergnügungen seiner Jugend? Das bittere Gefühl der neuerlichen Schmerzen. So glaube ich dann auch seinen Charakter außerdem Gründer so kennen. Darum kann ich mir auch jetzt manche Umstände erklären, die sonst mehrere Personen sich so erklären nur hatten. Ich begreife ganz gut, besonders heute, was uns so sehr auffiel. Und in besonders in den Tagen seiner Macht bezeichnete nämlich, dass man bei ihm nie ganz verloren war. Das ist so auffallend, auch die Augnade, so tief auch der Abgrund war, worein man gefallen war, man noch immer hoffen dürfte, wieder emporzukommen, dass wenn man einmal bei ihm war, was man auch für einen Fehler beging, wie sehr man ihm auch Unannehmlichkeit verursachte haben mochte, es doch felten war, dass man von ihm ganz ungar entfernt würde, dies berühmt. Beim Kaiser auf zweierlei ganze vortrefflichen Eigenschaften, die in hohem Grade wert ist, nämlich eine große Grundkrage von Gerechtigkeit und eine natürliche Neigung, sich Menschen zu verbinden, in was für einem Anfall von Zorn auch sein mag. So wirkt noch ein gewisses Gefühl von Gerechtigkeit allmählich auf ihn. Man kann immer darauf rechnen, ihn auf gute Gründe aufmerksam zu machen. Man ist es sogar gewiss, wenn man still bleibt, dass sie sich selber verhält, wenn sie in seinem Innern sich verbieten. Andererseits vergisst einmal geleistete Dienste nie ebenso wenig, denn an den sich einmal gewohnt hatte, über kurz oder lang, kommt man ihm wieder im Gedächtnis, erhält sich selber vor, was man gelitten haben mag, findet, dass die Bestrafung so lange gedauert hatte und lässt dann aus der Ferne einen Mann zurückrufen, den die Welt schon vergessen hat. Entscheidet zum größten Erstaunen von jedermann und zu seinem eigenen Erstaunen. Viel Beispiel der Art sind bekannt. Der Kaiser, ohne dass es lauter ausspricht, hängte sich an einen ganz aufrichtig. Hat sich einmal an jemand gewohnt, so denkt nie daran, dass sich von ihm trennen können. Bemerkte seine Fehler. Er tat seine eigene Wahl, sank sogar mit Heftigkeit, aber man hatte nichts zu befürchten, es sind nur ebenso viel neue Wände. Man wunderte sich ohne Zweifel, dass ich diese Sorge des Charakters von Napoleon so einfach hinzeichne. Alles, was man gewöhnlich über ihn schreibt, ist so gesucht. Man meint, man muss viel Antithesen, viel Schmuck anwenden. Das kommt daher, weil im Allgemeinen an der Stärke Wirkung her
vorbringen wollen. Sie sollten sich selber den Geist. Aber ich schreibe, was ich sehe, ich drücke aus, was ich fühle. Übrigens konnte die Weihnachtskugel nicht gelegener kommen. Der Kaiser ging heute mit mir in den englischen Zeitungen. Ein Porträt von ihm durch Wasser, der Erzbischof von Melbourne. Doch ein Gerücht hatte, es ist wohl Antithesen und Afterwisser, Kontrast und Affektation. Er verlangte, der große Marschall sollte es ihm wörtlich herausschreiben. Folgende Szene, die Hauptsorge davon. Napoleons Geist, sagte der Abbe von Prat in seiner Gesandtschaft nach Warschau im Jahr 1812, war unversender, aber nach Art der Morgenländer und was dabei widersprechen war, er viel reichsam wie von seinem eigenen Gewicht hintergesorgen wieder in Kleinigkeiten zurück, die man unedeln konnte. Der erste Guss war immer größer, der zweite klein und niedrig. Es ging ihm mit seinen Geistern wie mit seinem Geldbeutel voran, die große Mutter, die eine und der Geiz, die andere, schnurrhielten seine Genie, geschaffen ebenso für den Weltschauplatz als für die Markt. Schreier wurde, stellte einen Königsmantel vor und darunter einen Hauswürstrock. Er war der Mann der beiden Extreme, der Mann, der den Alpensieger vor ihn zu neigen, dem Simplonsieger zu ebnen, dem Meeresieger seinem Ufern zu nähern oder davon zu entfernen befohlen hatte und am Ende Sieger selber den englischen Kreuzern auslieferte, begabte mit einer wundersamen, unbeschränkten Geistergewandtheit, Spruchende von Wissen fähig bei jeder Aufgabe, Bücher unbemerkt geblieben und neue Verhältnisse zu erhaschen, zu schaffen, Strohsender von lebhaften malerischen Bildern und von Ausdrucken von Geister und kreisam mit Wissen versehen, die dabei gerade wegen der fehlerhaften Sprache und weil sie mit einem etwas ausländischen Gespräch versehen waren, um so tiefer eintragen, so fittisch und wissfindig, beweglich bis zur Übertreibung hatte er sich ganz andere Regeln. Der Optik bildet als andere Menschen, verbindet man mit diesen Anlagen den Traum des Glücks, die Gewohnheit, aus dem sauber Becker zu trinken, sich zu berauschen. In dem Weibrauch der ganzen Welt, so würde man den Mann vor sich haben, der in seinen Sonderbarkeiten alles, was groß und niedrig in sich vereinigt, der neben der höchsten Majestät in Glanz der Souveränität und neben dem durchgreifendsten Machtwörter in Kommando, die unedelste und niederträglichste größte Stadt zu überbrechen, verstellte der die Thron in Sessungen mit Mordtaten aus dem Hinterhalt begleitet und so als eine Art von Jupiter Hanswürste Hauptstritte wie wies er auf dem weltlichen Schauplatz noch nie gesehen worden war.